Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Deponia. Ich habe keine Ahnung, ob das die letzte Folge ist oder die vorletzte. Ich denke mal, wir befinden uns in den letzten Atemzügen von Deponia und Ich spare mir meine ja, telekinetischen Kräfte lieber für später auf. wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier weiterkommen. Durch den Motorhaubenausgang kommen wir nur mit den Füßen. Genau. Hier durch das Verdeck kommen wir nicht durch. Oh, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Okay. Können wir vielleicht irgendwie mit der Gabel nichts machen? Können Ich wir. spare mir meine. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ruf ruhig linkes Fenster, da kriegen wir die Au! Kurbel wieder auf, oder? Yep. Nein. Nein? Dann vielleicht durchs rechte Fenster. Au! Und die Hupe Ich benutzen? spare. Nein. Haben wir hier denn, was haben wir hier denn überhaupt alles? Was können wir hier denn alles benutzen? Da können wir raus, aber Ich spare mir meine Tele. die Motorhaube können wir so nicht benutzen, oder? Au! Nö. Mir zeigt die Motorhaube erst gar nicht mehr an. Schön. Tümpel? Ich spare. Ja. Rufus! Wir haben das alles schon gehört. Au. Können wir vielleicht irgendwie die. Hier ist es hell genug. Können wir nicht. Können wir vielleicht hier. Nein, können wir auch nicht. Ich spare mir meine. Wenn ich. Wenn du noch einmal telekinetische Kräfte sagst, dann ist was los. Die Backup-Diskette vielleicht? Ich spare mir. Nein. Können wir mit Kohl irgendwas machen? Sie ist so weit weg, aber ich kann ihre Lippen lesen. Du schaffst das. Selber Schlappschwanz. So. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Aber würde ich mal absolut meinen. So. Wir kommen hier mit der Kurbel, können wir nichts mehr Au! machen. Können wir vielleicht die Gabel auf dem Motorhauben aus. Auf Ich den. spare mir meine. Ja. Du sollst was werfen, du Knopf. Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Wir haben noch. Wir haben nicht mehr so viel. Ich spare mir meine. Mit dem Verdeck können wir die Gabel auch nicht benutzen, oder? Können wir? Nicht? Können wir nicht. Gut. Wir haben ja nicht so viele Möglichkeiten. Oh. Au, solange das Verdeck zu ist, kann ich hier drin nichts erkennen. Ja, deswegen sollst du ja die Taschenlampe benutzen, du Knopf. Hier ist es Kurbel. hell. Ich spare mir mein. Hupe klappt auch nicht. Ich bin so aus. Ich spare mir. Ja. Das Problem ist, ich krieg das auch nicht mehr auf jetzt hier, Nein. oder? Hier hänge ich bloß mit dem Fuß drin. Da kann ich aber auch nichts mehr wirklich machen, nö. Nur zwei? Das ist ja geradezu eine Beleidigung. Ja, echt jetzt mal. Es hätten ruhig 10 sein können. Nur zwei. Das ist. Ja. Mit dem leuchtenden Phosphor können wir hier nichts auch Ich nicht. spare mir meine. Ah, es ist schwierig, es ist schwierig, es ist schwierig. Könnten doch noch 10 Folgen gehen. Mal hier. Die steht. Nix. Super. So, denk nach, Nerdy. Denk nach. Was könnte hier. Oh. Au! Oh, Hand. Haha! Das markerschütternde Hupen wird sie betäuben. Was hat er denn für einen? Was uns zu Plan B bringt. Plan B wäre. Welcher? Gabel mit Hupe vielleicht? Oi! Strike! Was war das? Miau. Nein, das war keine Katze. Das war irgendwas Großes. Eine Kuh. In dem Schrotthaufen hat sich eine Kuh verhakt. Scheint so. Dummes Tier. Gut, dass ich so schnell geschaltet habe. Ja, ich jetzt mal. Es hätte auch ein Elefant sein können. Oder, ja, was gibt es noch großen Wal?
So, jetzt raus hier. Schnabeltier geschnappt. Reiß dich mal zusammen, das war nur der Wind. Was auch immer wir mit diesem Schnabeltier anfangen können, das ist ja witzig. Wie bescheuert. Ja, echt jetzt mal ein Schnabeltier, geht gar nicht. So, dann. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Oh wow, die Sprachbugs sind ja wieder phänomenal. Ich spare Ja, mir. ja. Wir haben ein Brett. Jetzt kann ich endlich rüber, ohne dass es quiekt. Ja, schön. Und das bringt uns zu was? Können wir die vielleicht hier? Die würden ein super Trio abgeben, aber mir reichen schon zwei Witzfiguren, die den Weg versperren. Ja, also ich würde dann auch sagen, der gefährlichste Gegner ist dann tatsächlich das Schnabeltier. Gut. Hier noch irgendwas? Nö, zum Kranhebel kommen wir nicht. Hier können wir nicht runter. Die Taschenlampe nützt Hier uns ist es hell genug. auch nichts. Was haben wir denn jetzt hier so noch alles? Wir haben das Brett, mit dem wir aber nichts machen können, außer das anzugucken. Hier kommen wir nicht runter, weil die. Ich kann nicht die. Ja. Oh, diese Sprachbugs. Meine Güte, hoffentlich ist es im zweiten Teil besser. Das Schnabelkuscheltier vielleicht mit Goal? Alles zu seiner Zeit. Erst die Organons platt machen, dann Goal meine tollen Sachen zeigen. Ja, natürlich. Entschuldige bitte. Entschuldige. Ich spare mir meine. Das klappt auch Ich kann nicht. nicht mehr die Organon. Ja. Ich wollte ja bloß gucken, ob das in irgendeiner Weise Ich spare mir. funktioniert. Nein. Ich kann die Organ. Nein. Mit dem Brett Nein, vielleicht? da wohnt Schnabli. Ui, es hat schon einen Namen. Schnabli. Ich hatte letztens einen Grashüpfer am Auto sitzen. Wir nannten ihn Blupsi. Frag mich nicht, wie wir auf den Namen gekommen sind. Okay, jetzt ist das Schnabeltier wieder hier und das quietscht. Die Organons. Jetzt habe ich es Aha. auch gehört. Hallo? Hallo, ist da wer? Du bist Paranoid 2017. Puh, Okay. verdammtes Viech. Jetzt hat es hochgeleuchtet. Das bedeutet, wir können doch vielleicht. Wir können nicht mehr zurück. Sag nicht, wir können nicht mehr zurück, ey. Ich spare mir. Wir können nicht mehr zurück. Ich kann nicht die Organe. Okay. Wir können nicht mehr zurück. Wir können nicht mehr zurück und haben dieses blöde Ich Schnabeltier, spare mir. was wir mit nichts benutzen können. Und das ist ja fürchterlich genial. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Das war nur der Wind. Okay, der leuchtet. Jetzt habe ich es auch gehört. Ja, das. Hallo? Hallo? Du bist. Ja. Puh, verdammtes Viech. Okay, dann nehmen wir mal wieder das Schnabelkuscheltier. Und benutzen das mit. Wir kommen nicht mehr zurück. Wir haben nicht mehr so viel, was wir benutzen können. Das ist lustig. Vielleicht Hier ist das es hier. Helge. Nein. Vielleicht das hier. Ich mit dem Brett. Nein. Da wohnt Schnabli. Ja, Schnabli macht aber gerade nichts. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen, wahrscheinlich aber eher verkleben. Taschenlampe? Ich brauche kein Ich. Oh, hey, wo ist mein Eimer? Ja, das haben wir Ich schon. sollte Vorsicht, wer weiß, ob es vom Backup noch einen Backup Oh, ich gibt. krieg eine Meise mit diesem blöden Dingsbums. Wir kommen hier nicht runter. Wir kommen ja auch nicht weiter. Es ist genial. Ich habe keine Ahnung, was könnte man denn jetzt machen noch? So viel haben wir ja nicht im Inventar. Jetzt kann er nicht endlich rüber, ohne dass es quiekt. Das Problem ist, wenn ich wüsste, wo ich noch hin kann. Aber ich kann die auch schlecht mit irgendwas bewerfen. Kann ich vielleicht Schnabli in den Ich Tümpel spare schmeißen? mir meine Telekin. Nein.
Das ist alles nicht so toll. Also Schnabli in den Tümpel geht nicht. Die damit bewerfen geht auch nicht. Hier telekinetische Kräfte geht auch nicht. Ich spare mir. Das geht auch nicht, weil man braucht ja auch zwingend telekinetische Kräfte, um etwas in einen Tümpel zu werfen. Das ist, ja. Sehe ich vollkommen ein. Ich spare mir mal. Das kann man auch nicht schmeißen. Ich spare. Das kann man auch nicht schmeißen. Goal will das nicht. Die wollen das nicht. Ich spare mir meine. Wir hängen, Leute. Aber sowas von derbe, wo wir doch hier nicht so viel machen können. Ich. Ja, 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 ja. Puh. Ich mach mal ein kurzes Päuschen und probier mal hier ein bisschen rum. Und dann geht's gleich weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, es war mal wieder alles so einfach. Wir sind natürlich... Ich wusste, dass das Brett hier in irgendeiner Weise wichtig wäre. Ich kann nicht näher die Orga... Naja. Und die ganze Sache ist einfach ganz einfach. Wir nehmen das Schnabeltier, klemmen das hier drunter... Und rennen jetzt nochmal hier drüber. Ich kann nicht näher ran, die Organ. Rennen jetzt nochmal hier drüber. Hast du das gehört? Reiß dich mal zusammen. Ja, gut. War es andersrum. Ich bin doof. Vor 2 Sekunden probiert und jetzt klappt schon wieder nicht, so? Jetzt habe ich es auch Hallo? Hallo? Ist da wer? Du bist Tara. Ja. So. Da sind wir. Jetzt klappt's. So, wir gehen zum Kran und benutzen den Kran. Ole! Bestlache ever. Bestlache ever, ever, ever. So, Goal, komm, wir sind frei. Also fast, ich denke mal, ich weiß es nicht. Das war nicht übel. Nicht übel ist mein zweiter Vorname, Baby. Hör auf, mich so zu nennen. Komm mit, wir müssen weiter. Ich hab dich doch nicht übel genannt. So, los jetzt. Wir müssen uns wieder verkleiden und schon sind wir wieder Cletus. Und machen uns auf den Weg. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Mit Goal, meiner bezaubernden Verlobten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre mit diesem stinkenden Deponianer durchgebrannt. Ein abwegiger Gedanke. Au contraire, Schnuckimaus. Du kannst ruhig zugeben, dass du ein Auge auf diesen Rufus geworfen hast. Verständlicherweise erschien mir ein verwegener Draufgänger zu sein. Aber nicht doch, Schnutzipups. Er war nur ein selbstverliebter Trottel. Das reicht jetzt. Sie können immer noch rumturteln, wenn Sie zurück auf Elysium sind. Oh, yeah. Yeah. Yeah, eher, desto besser. Gut. Dürfte ich Sie noch kurz unter 4 Augen sprechen, Herr Botschafter? Natürlich. Geh doch schon mal vor, Liebes. Ich und der Amtmann haben noch Dinge zu besprechen. Offenbar. Aber... Husch, husch. Okay, wir sehen uns dann ja gleich, richtig? Tüdelühü. Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Die Erinnerungen von Fräulein Goal müssen gelöscht werden. Und wir brauchen die Aufstiegscodes. Keine Panik, ist ja alles in Arbeit. Ich tausche die Datasetten aus und lasse das Original auf der Plattform liegen. Hm? Dann sind alle glücklich, richtig? Ja, alle bis auf die Deponianer. Ja. Wenn Sie mich hintergehen, schneide ich Ihnen persönlich Ihren hässlichen Kopf ab. Ja, ja, ja. Ja, so hässlich ist mein Kopf nun aber doch nicht. Goal, komm zurück, wir brauchen deine Hilfe. Und schon sind wir wieder. Rufus! Ich bin der Rufus. Gut, ich möchte immer noch gerne wissen, warum Deponia gesprengt werden soll. Auf zur Plattform! Wo wahrscheinlich jetzt der große Showdown zwischen uns, Cletus und Goal stattfindet.
Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Haha, und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Ja, aber hallo? Muss ich erst sauer werden? Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Mein Duju ist auch irgendwo bei Chinchilla. Gut. Also, gib auf, Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Dass du nicht lachst, dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Ich würde auch mal sagen, wir können es ja mal auf Versuch ankommen lassen, Cletus, oder? Hm? Aber macht das mal unter euch aus. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit! Dass ich nicht lache! Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Okay, sprichst du von der Seuchengefährdung? Wir schnappen uns Klasse? Mal schnell die Tasche hier, was auch immer in der Tasche drin ist. Was haben wir denn da? Ein zweites Kostüm. Oh. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat einmal mehr Format als du. Benutzt dein Kostüm. Meine Füße vielleicht. Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Tja, ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Wir können nichts machen hier. Unsere Sachen sind da. Rufus ist noch hat irgendwas allemal in der Tasche? Mehr Format als du. Seine Füße vielleicht. Unterwäsche. Für Männer. Kann er behalten. Rufus hat allemal mehr Kopfkino, im Kopf Kopfkino, als du. Kopfkino, nein. Hundewelpen. Wenn jetzt Messe 4 wäre von der Zuckerfraktion, würde er zu mir sagen, Missy, du weißt ganz Mantel, genau, den ich in die Welpen sind Altkleidersammlung geworfen habe. Okay. Quatsch mir nochmal mit denen. Rufus ist dir um einiges voraus. In Sachen Körpergeruch bestimmt. Dieses Weichei soll mich also so ersetzen. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Dass ich nicht lache. Hey. Ich hab dir schon... Außerdem klingt das überhaupt... Ja. Ich finde... Ja. Dieser... Ja. Und sie mit... Ja. Es gibt... Ja. Oh. Oh, Himmel. Oh. Oh. Dein Hängearsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Oh. Oh. Schubs ihn. Was tust Nein. du? Lass das. Ja. Nein. Fahnenmast. Nein. Nicht. Yeah. Wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft! Auf nach Elysium! Mein Gott, nein! Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagte irgendwas von einer Abmachung? Was? Ach das! Vergiss es! Schnee von gestern! Lass uns los! Nach Elysium! Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis! Ich? Nein.
Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten. Meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst. Aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her. Ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe. Damit ich dich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Oh? Was? Was? Irgendwas kann... Die Backup-Datasette. Oh, Goal, es tut mir leid. Nein. Nein. Bravo. Ach, auch das noch. Argos, endlich. Holen Sie mich hier runter. Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey. Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Nein. 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 Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Nein. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Nein. Oh. Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Nein. Nein, Rufus, das hast du nicht gemacht. Nicht ehrlich, du lässt nicht wirklich die Frau rudern. Nein. Also Punkt 1, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie kann Cletus normal reden, wenn er dort an der Unterhose am spitzen Unterhöschen am Fahnenmast hängt, das erschließt sich mir nicht so wirklich. Aber das, nein, Rufus, nein, nein. Du, Goal? Ja? Tu es, Rufus, sag. Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Nun sag schon, Rufus. Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Jetzt los. Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden?
wir sind nicht Klites. Jetzt beruhige dich doch. Du siehst doch sauer. Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Yay, Frauenpower! Und da liegt sie wieder. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. So, wir machen mal eine Pause, beziehungsweise ich weiß ja jetzt nicht, wie lange. Ich dachte, die Folge ist jetzt, also das Spiel ist jetzt lange vorbei, aber es ist doch noch nicht vorbei. Bedeutet, wir machen ein Päuschen. Sollte der nächste Teil doch kürzer werden, hänge ich den einfach hinten dran. Das werdet ihr dann sehen. Entweder ist er zusammengefügt oder nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bleibt nerdig. Bye, bye.